Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Armageddon. Wir befinden uns ja auf der Flucht. Unsere Aufgabe ist es, mit unserem Trupp zurück zur nächsten Makropole zu kommen. Wir haben mehrere Möglichkeiten, das zu erreichen. Entweder wir nehmen den direkten Weg über die Straße oder aber halt eben entsprechend hier den Weg außenrum. Der Weg über die Straße wird uns mehr Gegnerwiderstand bescheren, also gehe ich mal davon aus, werden wir den schlaueren Weg wählen. Muss mal gerade mal eben gucken. Upgrade. Oh. Da muss ich doch jetzt gleich mal ein bisschen gucken. Was haben wir denn da? Eine Nova-Kanone. Okay. Also wir kriegen halt eben immer wieder... Oh. Der Vanquisher ist auch nicht schlecht. Ja, da muss man immer halt eben ein bisschen gucken. Ich glaube, wir nehmen mal das Nova-Kanonen-Upgrade. Und statten jetzt erstmal unsere Panzer schön mit dem Eradicator aus. Genau, so. Gut, die haben schon die entsprechenden Patterns. Hier können wir auch nicht mehr groß was machen. Das sieht erstmal per se ganz gut aus. Dann schauen wir, was wir kaufen können. Wir haben keine Einheiten, die wir kaufen können. Gut, dann werden wir unsere Truppe mal hier platzieren. Panzer an die Spitze. Artillerie dahinter. Scouts hier. Und die Infanterie platzieren wir dann halt eben dort. Okay, das sollte uns langen. So, dann werden wir den Orks hier erstmal schön ein bisschen was um die Nase hauen. Sehr gut. Ah ja. Warum? 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 Ach, die Nova-Kanone hat nur eine Reichweite von 2. Na bitte. Sehr schmuck, also diese Nova-Kanone. Echt nicht schlecht. So, Artillerie hinterher. Und dann kommen die Infanterietrupps und bilden erstmal die Nachhut. Wir haben 21 Züge Zeit. Das ist jetzt, ich glaube, relativ entspannt. Okay. Das ist halt eben das Nach... oder der Nachteil bei der Eradicator-Variante. Die hat nur eine relativ kurze Reichweite. So. Gut. Dann mal weiter. Da wird so ein bisschen schlechtes Terrain. Okay. Was haben wir denn da? Eine Big Gun Cannon, einen Gun Wagon mit einer Zap Cannon, einen Big Gun Lobber und Shooter Boys mit einem Big Shooter. Also sehen wir erstmal zu, dass wir diese Büchsen hier loswerden.
Yep. Sehr gut. Das Problem ist natürlich, dass wir hier nur diesen engen Pass haben und dadurch eigentlich quasi die ganze Zeit im Gänsemarsch unterwegs sind. Wenn man das aber richtig macht, kann man dann natürlich in so einem Fall die Truppen einfach zurückfallen lassen. Gut. Okay. So, dann haben wir hier jetzt mal wieder ein bisschen mehr Platz. Muss halt eben vorsichtig sein, da stehen ja noch Einheiten. Deswegen könnten die sich auch kurz entschlossen auf uns stürzen. Das machen die ja durchaus gerne mal. Au, 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 au. Okay, den muss ich jetzt mal sehen, dass ich den so langsam auch aus der Spitze rauslöse, der Kolonne. Einfach damit wir da mal eine frische Einheit an die Spitze bekommen. Zeit haben wir ja noch genug, wir sind bei 6 von 21 Zügen. So, den werden wir mal verstärken. Und ja, mal gucken, wir kriegen die Truppe zieht sich gerade so ein bisschen wie Gummiband. Bisher ist das nicht schlimm, aber ich möchte natürlich vermeiden, dass wir zu sehr zersplittert sind. So, die definierte Aufgabe war, begeben Sie mindestens 12 Einheiten zum rechten Rand der Karte. Okay, das sollte machbar sein. Das Problem bei diesen Offensivszenarien ist natürlich, dass die Artillerie zu langsam ist, um wirklich zu folgen. Ich sehe gerade, meine ganzen Ogrins laufen zu Fuß. Das müssen wir ja mal, das müssen wir mal ändern. Greetings, Commander. Yes, this time I'm talking only to you. I have been following your exploits since your arrival on Armageddon Secundus. I can't decide whether you are brave or foolish. Either way, I could do with a strong ally like yourself. So choose your friends, Kev. I note you are heading towards Hades and Commissar Yarrick. Don't get too enamored with the old man. His time will not last. When Hades falls, so will he. And where will that lead? Oh ja. Naja, wenn du meinst, mein Freund. So, jetzt müssen wir mal hier mal ein paar Panzer rankriegen. Gut. So, wir haben da jetzt erstmal keinen Widerstand mehr. Dann sehen wir mal zu, dass unsere Einheiten hier auch mal so ein bisschen hinterherkommen. Die laufen echt zu Fuß? Ich glaub's ja nicht. Ach nein, guck, der...
Oder die haben einfach nur nicht... Ah, das kann sein. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht... Ihr habt doch ein Fahrzeug. Naja, egal. So, dann machen wir es hier mal ein bisschen kuschelig. Und ziehen mal die Truppen zusammen. Das mag daran liegen, hier ist viel unebenes Gelände. So, und ich interpretiere jetzt Rand der Karte auch als Rand der Karte. Also, dass wir hier wirklich ganz bis an den Rand ran müssen. Warum nicht? Okay, ich habe nicht alle bewegt. Dann können wir hier nochmal runtergehen und noch ein bisschen Platz schaffen. Sieht ja eigentlich ganz gut aus, ne? So. So, wie viel haben wir denn jetzt so langsam? Also sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Also 2 noch. Ah, okay. Sie müssen nicht mal bis ganz dahin. Wunderbar. Das war's. Hades Hive. The orcs are drawn to it like bile rats around a corpse. I've been monitoring the Voxnets. I know the Xenos filter everywhere. But it's this location they gather in the greatest numbers. Why? What's here? Von Straub is preening elsewhere. There are hives still in Imperial hands that have a greater strategic value. So why Hades? Is it me they're after? Does this Orc warlord, this Thracker, know I circumvented von Straub to send a distress call to the wider Imperium? Does he want to punish me for that act? Maybe the warlord has used one of his psychic minions to look into my mind. If so, then there is only one message the orcs would have found. I will not let Hades' hive fall. Welcome to Hades, Commander. I admit to being mildly impressed. You've improved as a leader since we last met. Still, I haven't time to stand around feeding your ego. There is work to be done. We will mount a preemptive strike. Take your forces to the northern quadrant and attack there from beyond the walls. Make the Greenskins think twice about laying siege to us. I will lead the forces to the west. If we hit them now, we delay the orcs from setting up a coordinated siege deployment. It is a risk, but one worth taking. Commander, you are right ahead of the Greenskins' hide, but Hades' hide will soon be surrounded. The orcs mass in great numbers. We have even picked up rumors the orc overlord, the Xenos criminal key to this invasion, is heading your way. Comms may become intermittent as the Greenskins jam the airwaves, but I will stay in contact as long as possible. Okay, das wird dann die Aufgabe beim nächsten Mal sein. Schalten Sie alle Orks aus auf den Siegfeldern, die seht ihr ja hier. Das heißt, wir werden einen Ausfall über die Brücken machen müssen. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Nö, doch, die haben alle Fahrzeuge. Nicht richtig gesehen, lass mal sehen. Wir können eine neue Einheit kaufen, das ist nicht viel, aber damit würde ich unsere Artillerie weiter boosten. Das können wir im Übrigen auch jetzt tun. Armageddon Basilisk. Dankeschön. So, dann haben wir jetzt schon
4, glaube ich, ne? Genau, also 5 Artillerieeinheiten will ich mindestens haben, weil die sind nachher einfach immanent wichtig. Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.